Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Standalone. Wir zocken die Experimental mal an. Hier der Banana Joe und ich. Servus und einen wunderschönen Tag, ihr Geilen. Und ja, ich bin jetzt hier in der neuen Stadt, habe so ein bisschen neues Equipment. Sprich hier diese Polizeijacke und so. Also richtig geile Sachen. Und die neue Stadt ist mega cool. Ey, die sieht richtig fett aus. Das ist eine richtige Industriestadt. Der Banana Joe eiert noch in Berenzino rum, oder? Jo, Berenzino ist Premium. Das ist geil. Und wir versuchen uns dann halt später mal zu treffen, um so ein Feuer zu machen, vielleicht Tiere zu jagen, etc. Ja, dazu gucke ich mal, ob wir nicht mal kochen können. Ansonsten habe ich jetzt schon gerade eine Gaskartusche gefunden. Und vielleicht finde ich noch ein Portable Gas-Koch-Dingsy. Ja, warte, ich gucke auch mal danach. Vielleicht noch ein Cooking Pot und so. Oder eine Bratpfanne. Ich suche mal. Aber ein Lagerfeuer wär schon viel geiler. Ja. Ich habe eine Axt. Ich kann mir Feuer hacken gehen. Hab jetzt schon Steine und Fireplace Kit. Das heißt also, ich bräuchte eigentlich noch Matchboxes. Der habe ich welche. Und die hast du ja am Start. Oh, da ist ein Cooking Pot, stehen schon. Yay. Weil, oh, der Flair. Jawohl. Oh, geil. Alter, sogar pristine der Cooking Pot, ne? Ja? Ja. Scheiße. Nice, den nehme ich mal mit, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Braucht man da eine Pfanne zum Grillen auf dem Feuer oder so? Nee. Das heißt. Einfach hingegabt. Ja, das heißt, den Cooking Pot holst du nur mit für die Gasstation. Das heißt also, sobald du eine Gaskartusche hast und ein Portable Gas, schlag mich tot. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann brauchst du halt eben kein Lagerfeuer. Oh Gott, dein Zombie, komm her. Dann brauchst du halt eben kein Lagerfeuer zu machen. Aber kannst du dann eben mit dem Kochtopf, wo ja auch 6 Slots reingehen an Essen oder sowas, ja, kannst du dann auf dem Gaskocher kochen, in dem Sinn. Was halt mega ätzend ist, man backt immer noch so voll rum durch die Gegend hier, teilweise. Also dieses Rubber Banding oder wie du das immer nennst, Andy, ist mega ätzend, finde ich. Ja. Alles leider, naja, machst du dann nichts. Oh, ein Cowboy-Hut. Ich hab übrigens noch... Ich geh erstmal schön gemütlich Berenzino looten. Und eine Pickaxe! Schon wieder Matchbox. Alter, so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Oh! Ein pristina Dosenöffner, soll ich dir mitbringen? Bitte. Ich halte mich momentan über Essen. Ich halte mich momentan energized mit dem Stuff, was ich finde. Weil ich habe jetzt relativ oft... frische Früchte gefunden oder Gemüse oder so ein Bullshit. Mich wundert, dass hier keiner rumläuft und dass hier alles noch ungelootet ist. Ich meine, der Server ist zwar eben neu gestartet, aber trotzdem. Seit 10 Minuten online oder so, aber trotzdem. Nämlich hier oben in Berenzino ist auch keine Sau. Ja, wollen großen, einen kleinen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die alle am Airfield gammeln und versuchen, diese AK zu bekommen. Ich hätte die auch gern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, lol. Bin ich wieder oben im Haus. Ja, man darf echt nicht in die oberen Etagen gehen, das ist echt... Nee, das muss man sich echt verkneifen, ne? Ich gehe auf keinen Fall mehr in ein Gebäude rein. Weil das kann jetzt so einfach mal so gut und gerne 5 Minuten so weitergehen. Ich wollte gerne eine Waffe finden oder sowas. Boah, eine Pfanne! Soll ich auch noch mitbringen? Das kannst du liebend gerne machen, wenn du Platz hast. Ich würde aber gerne ein Feuer machen. Und ja, machen wir, aber ich suche immer noch die anderen Kram. Also du brauchst für auf dem Feuer zu kochen, brauchst du keine Pfanne. Ja klar, aber ich würde gerne noch so ein Portable Gas Dings da so finden. Falls du eins findest, sag einfach Bescheid. Ein Kitchen Knife. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe relativ begrenzten Platz. Ansonsten gehe ich dann wirklich davon aus, dass man sich jetzt sagt, was geht denn für ein Pfeile? Ja, schade. Sonst sag ich einfach hier, gib ihm. Weg damit. Wir machen ein Lagerfeuer, weil das ist so viel geiler aus. Ja, ich würde das andere aber auch mal gerne ausprobieren. Ja, das können wir immer noch, aber ich finde momentan so viel Lagerfeuer habe ich halt eben jetzt schon alles zusammen, ne? Also so gut wie. Ich muss eigentlich nur noch einmal in den Wald gehen und einmal Holz hacken. Ja, mir fehlt nur das Portable Gas Schwanzding, dann habe ich auch alles. Ach, du hast auch schon eine Gaskartusche? Selbst, sogar eine große. Sogar eine große, die mir auf der Marsch. Ja, hoppala, Entschuldigung. Oh, ich würde jetzt wieder gerne in den ersten Stock gehen, aber da wird sie jetzt geglitscht.
Boah, warte mal, ich könnte, glaube ich, mal im Supermarkt nachgucken. Da liegt ja meistens sowas. Ich hoffe jetzt mal, dass Okay. der Schnitt irgendeiner wegsnackt. Das wäre mega asozial. Weil ich schon recht gut equipped bin. SKS und Feuerwehraxt. Ein Helm, diese Jacke. Ein Hunting Backpack. Also, das, ich bin eigentlich schon gefundenes Fressen. Für alle. Ja, und ich stehe gerade wieder extrem zurück. Dammit. Ich sage jetzt mal nichts darüber, sonst passiert mir das nämlich auch. Komm, Portable Gas Ding. Komm. Bin ich Lol. mitten in der Bude, finde ich Firewood. Ja. Ich muss nur mal gerade Firewood sammeln gehen. Was ist denn das wieder, ne? Ja, ist doch eigentlich logisch, wenn die Leute da einen Kamin zum Beispiel drin haben. Oder einen Holzofen. Ja, das ist wohl wahr. Wo Alter, findet. wie viele Slots braucht der denn? Oh mein Gott. War das Feuerholz? Ja. Ich kann aber auch welche sammeln unterwegs. Ich glaube, ich gehe jetzt sowieso mal in Richtung Wald. Oder ich komme dir mal entgegen darunter, glaube ich. Ja, hier bringt nichts. Ich muss an Feuerholz farmen gehen nachher, wenn wir uns mal treffen. Weil das hier geht nicht. Also ich habe Steine im Inventar, die 4 Slots wegnehmen. Ich habe ein Fireplace-Kit im Inventar, was 4 Slots wegnimmt. Das Firewood braucht irgendwie auch nochmal vier Plätze und das geht momentan nicht. Dafür habe ich zu viel anderes Zeug dabei, was ich wirklich dabei haben muss. Wegen Essen und Trinken so unseren Spaß. Und dafür habe ich schon keinen großen Ranzen oder allgemeinen anständigen. Das funktioniert nicht. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg darüber. Sollen wir uns irgendwo treffen? Wo auf halber Strecke? Dann muss ich mir nur sagen, wohin. Weil dann geht es noch hier nicht noch alles looten. Ich würde Also eigentlich gerne hier im was so Norden gut geht. bleiben, weil irgendwie sind alle anderen größeren Städte, will ich eigentlich meiden. Huch. Wo laufe ich eigentlich hin? Zum Beispiel würde ich jetzt gerne irgendwo mich mitten in der Walachei irgendwo mit dir treffen. Sprich in der Nähe von Dubrovka oder so. Also von dir nicht weit und von mir nicht weit. Ja, mehr oder weniger nicht weit. Das stimmt immer wieder. Dann können wir uns da irgendwo in die Walachei hocken und dann anfangen, noch was zu jagen. Vielleicht finde ich ja irgendwie unterwegs noch ein Tier. Ja, das würde ich sagen, das gehen wir dann erst jagen, weil Tiere brauchen nämlich, wenn du die lootest und ausnimmst, brauchen die unglaublich viel Platz. Ja, Und Fleisch ja und so. ich hab noch jede Menge Platz. Ja, ist doch nur. Notfalls Brauchen dann kann. mindestens mal 5, 6 Slots. Und dann der Pilz braucht man allgemein 6 Slots an sich. Ja, den musst du auch nicht mitholen. Nee, der muss das mit tun, aber sag nur, wie das ist. Ich finde gerade so viel geilen Stuff von Bowls und vom Köcher und so einer Scheiße. Jetzt hätte ich ultimativ gern eine Crossbow. Boah, hier von der. LOL! Da oben geht's ja noch weiter. What the fuck? Ich war mal gerade in einem Drittel von der Stadt. Und dann am Morgen gewesen, wo nicht Alter! sogar so groß. Alter, und da hinten geht es ja noch weiter. Base. Aber da konnten wir in einer anderen Folge. Wir treffen uns erstmal mit Banana-Jule. Hier ist ein Kompass, den ich gerade nicht greifen kann. Ich bin immer nur in dem unteren Teil rumgelaufen, weil ich gedacht habe, da oben geht nicht mehr weiter. Und du Lol. geiler Kompass, für dich. Ich will dich. Hello. I'm friendly, I'm friendly, I'm friendly. Come on, please. Don't shoot. Come on. I give you what you want. Please. Der ist gerade auch mal weg. Viel Spaß, ey, mit dem Lutscher. Der hat nicht auf mich geschossen. Nichtsdestotrotz ist schon mal die Waffe raus. Der hat auf jeden Fall einen umgelegt gerade. Oder der hat sich geklont, glaube ich. Es sah so aus, als hätte er sich geklont. Ah, der hätte mich die ganze Zeit von hinten attackieren können und killen können, gell? Ich krieg diesen gottverdammten Kompass nicht aus dem Regal. Bin hier am Kriechen, am Rauchen, am Krauchen, am Krauchen. Am Krauchen. Über den Kompass!
Der Typ hat sich gerade wirklich geklont, gell? Weil da lag der genau derselbe nochmal daneben. Ja, das hab ich auch schon gemacht, das weißt du ja. Ja, aber trotzdem. Nur no, kurz gucken, ob das funktioniert. Boah, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zurückpack. Ne, der Zombie läuft mir hinterher, das ist schon mal sehr gut. Warte mal grad bitte. Servus, German, English, something? Ja, servus. I'm friendly, please don't shoot, man. Hi. Ich hatte absolut mega Glück gerade. Maybe. But. ja. Dein Englisch ist genauso gut wie meins. Ja. Nämlich gar nicht gut. Ja. Have a nice day. Ja, mein Englisch ist genauso Premium. Scheint aber noch irgendwo einer zu sein, der gerade auf Leute schießt. Das geht gar nicht klar. Dann macht Staus im Staub. Ja, ich bin doch langsam. Alter, hat ich da eben Glück gehabt, dass der mich nicht gekillt hat. Der hat schon auf mich gezielt, gell? Und ich hätte meine Waffe im Leben nicht ziehen können. Da hätte er mich direkt erschossen. Gut, nach Dubrovka. Da muss ich raus in den Norden, gell? Lass schon kurz überlegen, wo musst denn du da raus? Das Schöne ist nämlich, ich verstehe die Leute ja, wenn sie mit mir Englisch reden, aber selber Englisch reden, geschissen. Ja, ich auch nicht, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, verstehen okay, aber jetzt sei denn, die reden natürlich mit so einem krassen Akzent oder so, dann auch nicht. Ja, so ein Texanischen oder so, das ist richtig krank. Ich muss tatsächlich noch die Helligkeit ein bisschen runter machen. Ist dann doch ein bisschen zu hoch. Weil ich hab das gern, wenn das so hell ist draußen, weil es damit ich alles schön sehen kann. Ja, ich hab die auch immer so auf halb stehen. Ne, ich hab die nicht auf halb. Ich hab die normalerweise immer volle Pulle, die Helligkeit. Ernsthaft? Ja. Alter, da fliegen doch die Löffel weg, ey. Ja, das ist nur in den Häusern so richtig krass. Oh ne, Zombie. Was ist denn da? Boah, Leute, joggen. Wuchs. Ist so scheiße. Ey, ohne Scheiß, die Zombies sind direkt one-hit weg, ey. Entweder haben die das umgestellt in der Experimental halt. Oder das ist einfach generell jetzt mittlerweile wieder so. Quatsch, wen glaube ich denn? Du hast einen SKS, sagst du? Ja. Bin ich schon noch 40 Schuss mit. Cool. Deine PO-Scope findest du nämlich auch. Ja, das ist mir so oder so klar. So, dann mach ich mich mal auf den Weg zu dir. Oh, lol. Da hat mich ein Zombie mal gerade eiskalt gehittet. Wo kommt der denn jetzt her? Du dreckiger kleiner Wandklitscher. Komm her. Und pack die Axt aus. Na. Ich kann ja gar nicht erwarten, bis dieser Patch hier endlich auf der normalen Version ist. Weil ich finde den echt mega geil. Jetzt mit der normalen Axt. Genau wie früher. Lol, ja, und hier. Bei Körpertreffer mit der normalen Axt und da war der Typ weg. Ja, normal und den anderen Zombie mit, also mit der Firefighter und mit einem. Leute, da hinten steht noch einer. Alter, wie Zombies im Wald stehen. So, warte mal, nochmal nach Dubrovka, sagst du. Das heißt aber eigentlich, ich muss eigentlich jetzt in Berenzino nur den einen Weg entlang laufen. Und zwar ist das der, müssen wir dafür rausläufen, ne? Ne, der ist das nicht. Oder? Ne, das ist er nicht. Das ist der andere. Leute, in Laden Zombie von. Niemand anderem. Oh Gott. Ich dachte jetzt eigentlich, wüsste, wohin geht. Also, kein Bock, mich jetzt kurz hier. Warte mal gerade. Ich muss einen Umweg laufen. Ich glaube, da oben ist wieder einer. Ja, Wure. Ja, da ist ein Zombie, hat nämlich Akku von einem anderen gezogen. Ist doch Wure, ey. Ich bin gerade so geil ausgerüstet, ich will jetzt nicht sterben. Als weil ich in der Nähe von dem scheiß Airfield bin, ey. Gefällt mir gar nicht. Ja, nee, und Airfield ist immer ja, so. Ja, und was. Da ist, wie die neue Stadt ist, ist das so eine Sache. Deswegen muss ich mich hier unbedingt verpissen. Ich hätte so gern Crossbow.
Ich hätte jetzt 10 Schuss für die Crossbow. Das wäre so Premium. Noch nie mit einer scheiß Crossbow geschossen, ja. Geschossen. Und immer mal wieder eine gefunden. Nie Muni dafür gehabt. Weil du immer alle anderen Waffen immer irgendwie zuerst gefunden hast. Immer, generell. Nee, ich muss einen riesen Bogen um das scheiß Airfield machen. Oder sollen wir uns oben auf Black Mountain, obwohl, ne. Oder? Sollen wir uns auf Black Mountain treffen? Der Weg dahin finde ich im Leben nicht. Okay, stimmt. Na, lauf nach Dubrovka. Weil da wollen wir mal ein bisschen realistisch bleiben, ne? Ja, stimmt eigentlich. Bei Black Mountain ist ja auch der diese Burg. Ja. Ich laufe da quasi gleich vorbei dann. Kann ich an einem Brunnen eigentlich nicht meine Wasserflasche auffüllen? Natürlich. Der will aber gerade nicht, der Lutscher. Dann können wir mal stecken. Hör zu trinken! Ich wundere, dass ich noch kein Tier gefunden habe hier. Extrem viele Soundparks auf der Map, habe ich das Gefühl. Weil ich höre auch die ganze Nee, Zeit diese hier Munis hat klicken. wirklich schon einer nachgeladen. Da hast du richtig gehört, wie Okay. der durchgeladen hat. Weil das macht der, wenn du lädst, macht der noch mal so ein Kling-Klong ganz zum Schluss. Bei dem, Was? ja, keine Ahnung, Kling-Klong. ein Kling-Klong, Das hat genau. der Bruder von King Kong. Ja, der. Aber der kleine Bruder nur. Ja, und der Cousin von Donkey Kong. Auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Also Captain Bullshit Niveau, wir heute. sinken. Ja, was ein Bullshit wieder heute. Heute? Ja, okay. Eigentlich immer. Und eine Wanderung, die ist lustig, eine Wanderung, die ist schön. Ich hasse Schubidu, diese Berge, Schubidu. wo du nur hochgehen kannst. Ja, scheinbar wird die SVD doch kommen, ne? Ja, ich denke so. Das wäre natürlich nice, aber teilweise auch scheiße. Wenn du dem Stamm hältst, damit wirst du wahrscheinlich auch gut snipen können. Ja, wahrscheinlich. Wenn die natürlich nur zum Jagen wäre, wäre natürlich. Aber, naja, das ja Aber mal dafür dahin. hast du ja eigentlich die Plays. Das ist ja ein wirkliches Jagdgewehr. Ja, klar. Dann schauen wir nochmal direkt. Wo ist So. Ich bin grad voll paranoid, gell? Da bin ich jeden Tag. So muss ich jetzt darauf rauslaufen nach für Nacht nach Dubrovka zu Das kommen. ist Da die ist Dubrovka. Straße zwischen dem unteren Teil von Berezino und dem oberen. Weißt du, das ist, wenn du runter Richtung Mosinhäuser läufst, da von Ja. oben. Da geht irgendwo eine Straße ab. Diesen Move der Map, ich kann aber jetzt nicht Oder genau. die Straße überhalb vom Krankenhaus, die kannst du natürlich auch laufen. Das ist die überhalb vom Krankenhaus. Warte mal, stopp. Doch, die überhaupt vom Krankenhaus, die kannst du auch laufen. Ich bin ja jetzt oben im Berenzino, ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt, wo bin ich denn jetzt genau? Hier ist die Ding Street, hier ist die Panzerstatue, hier ist der Supermarkt. Heißt, hier ist die Kreuzung. Das ist die Straße zum Erd raus. Nein, das ist sie nicht. Doch. Nein, Na, gerade schon. die Straße zum Airfield, die geht nach Kelm. Oder Krelm, oder wie die Das das nennen. ist die Hauptstraße an der Panzer vorbei. Und dann, wenn ich hochkomme, einmal rechts abbiegen und bin Spofka. Ich glaube, es dahin. Wenn du die Panzer, also die Straße bei der Polizei hochläufst, kommst du auf jeden Fall nicht dahin. Das garantiere ich dir, da werde ich schon um 100 Euro mit Ja, dir. ich rede ja auch nicht von unten in Berenzino, ich rede von oben in Berenzino. Ja, da ist auch keine Polizei.
Nein, ich rede hier auch von der Panzerstatue. Du hast gerade Polizei eben gesagt. Panzerstatue. Ja, von der Panzerstatue, die ja. Ja, und die nehme ich jetzt auch. Ja, ist okay. Gibt zwei Wege nach Dubrovka. Einmal die bei der Panzerstatue und einmal die zwischen der unteren, also dem unteren Teil von Berenzino und dem oberen. Ja, da gibt nämlich auch eine. Hier ist nämlich jetzt die Hauptstraße und wenn ich jetzt der lange genug folge, müsste nämlich eine Abbiegung nach rechts kommen und dann bin ich gleich in Dubrovka. Weil weißt du, wo der Supermarkt ist, der zweite, ja, der untere. Da geht es ja, nämlich auch irgendwo hoch. Ja gut, das kann sein, das weiß ich aber jetzt nicht. Aber ich bin schon auf dem Weg, ne? Okay. Ich mach einen riesen Bogen um Krasnostav. Ja, Krasnostav ist auch so eine Sache. Das ist so nah am Airfield. Ich mag die Stadt nicht, ne? Ne? Ne. Weil ich das Airfield nicht mag und die Stadt mir da zu nah dran ist. Weil die ganzen Affen da immer durchlaufen. Das ist ganz in schwarz gekleidet, total geil. Meine Frames sind wieder viel besser. Ja, meine auch irgendwie. Ich habe im Moment gerade überhaupt gar keine Probleme. Ich glaube, das ist wirklich, sobald du irgendwie in ein oberes Stockwerk gehst, hast du diese Probleme damit. Gerade voll die guten Frames. Verdammt Arsch. Die Straße da vorne hin, da laufe ich aber gerade mal hoch. Trotzdem noch keine Buff gefunden ein bis Starving, jetzt. Lol. Ich sollte mal was essen. Ich bin ganz leicht grün energized und hydrated. Das reicht mir. Ich esse mal den ganzen Stuff, den ich an. So, hier ist die erste Strecke, die erste Route. Das ist der Feldweg, das ist der falsche. Und erst den nächsten, den ich habe. Das müsste ein größerer Feldweg sein, da war nur so ein Rotzweg. Dann laufe ich jetzt genau nach Map, nach Dubrovka. Da ich bin in 10 Minuten in Dubrovka. Ja, kommt bei mir auch ungefähr hin. Auch noch Matchbox gefunden, da sind aber nur noch 16 Stück drin. Ich habe 78 und 83. Woll. Ja gut, dann machen wir meine zuerst leer und geben ihm, ne? Das heißt, wir gehen uns ein Plätzchen suchen oder wir können auch zusammen von da aus jetzt noch Black Mountain. Ich hab wieder fast alle Gebirgsangaben durch. Waldfluss, Berg, das nächste kommen. Was laberst du, ey? Ich weiß es echt nicht, ohne Spaß. Ich bin gerade mein halbes Inventar am Snacken. Ich habe eben auch übrigens meine Axt kaputt geschlagen. What the fuck? Ja, also als ich noch angefangen habe zu zocken, weißt du, eben. Ja. Bevor ich gestorben bin. Wie geht denn das? Ich habe gegen einen Baum gehauen. Und irgendwie war die dann auf einmal ruined, die Axt. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, und du kannst sie, glaube ich, mit Transitive wieder flicken, ne? Was? Ja. Was ist das denn für eine Axt, ey? So. Ich glaube, du kannst dann irgendwie hier Duct Tape, Apply to Schlag mich tot Axt. Zu Schlag mich tot Axt? Lach mich tot. Und kann das sein, dass es jetzt wieder diese Sardinendosen gibt? Die gab es vorher irgendwie eine Zeit lang gar nicht, gell? Kann es sein, die rausgepatcht wurden? Die gab es auch, aber... Die hat man gar nicht gefunden. Die hat man nicht mehr gefunden. Und noch aus dem einfachen Prinzip, die waren wie die Tuna-Dosen, ne? Deren Dingens wurde immer angezeigt. Ach so. Deren, Hab ich mich irgendwie gewundert. Ich hab die heute gefunden, ja? Da dachte ich so, oh stimmt, die gibt die auch noch. Ich hab die auch letztens gefunden, Sardin-Tuna habe ich das auch gefunden. Dachte ich mir, was ist denn das hier nochmal für eine Scheiße? Und da dachte ich zuerst, das wären die man aufmachen kann ohne Dosenöffner, weißt du? Ja, klar. Und dachte ich mir, oh nee, das sind ja die anderen Runden, sind das ja. Und die gibt es auch noch im momentan normalen Daisy. Nur die Sache ist halt eben die. Die findest du halt eben nicht mehr und selbst wenn du sie findest, ist das eben so ein leeres Feld im Inventar, ne? Weil irgendwie die Textur von dem Teil fehlt. Ja, ich glaube, die geht nur, wenn du die aufgemacht hast, sieht ja, man die. Wenn du die aufgemacht hast, dann siehst du die auch wieder. Alter, irgendwie ich bin gerade nur am Fressen und der wird einfach nicht energized. Und da kommt schon ein Zombie aus der Ferne angeschissen. Ja, na komm her, Schnucki. Auch irgendwie ziemlich nice wäre, wenn die so Zombie-Horden machen würden, die irgendwo die Länder ziehen, weißt du?
Das wäre krass. Das wäre irgendwie schon ziemlich krass, ey. Ich hab früh läufst du einfach nichts an, so durch die Gegend. Auf einmal kommt so eine ganze Horde von Zombies auf dich zugelaufen. Fände ich irgendwie Wäre geil. heftig. Das wäre ultra heftig. Und ich bin gerade zu so paranoid, ich höre überall Schritte, gell? Ich auch. So, ich glaube, ich bin schon in Dubrovka, ne? Ja, ich brauche noch ein bisschen. Du kannst ja dann hoch Richtung Krasnostav laufen. Muss einfach nur das Schild suchen, wo KPACHOCTAB draufsteht. Nochmal zum Mitschreiben. KPAT. Du ein Spacken. Ja, also ich gehe erstmal hier looten, ne? Ja, mach das. Ich gehe erstmal hier looten, falls noch was Geiles da ist. Wer weiß das schon? Dun. Ich hätte sogar vielleicht noch eine coolere Stelle als die Burg, weil ich glaube, die Burg ist gut besucht. Kennst du? Ja, und zwar geht hier noch so ein Feldweg hoch ganz oben auf so einen Berg. Nice. Machen wir da oben Lagerfeuer, ne? Lagerfeuer, Lied, Lied. Lagerfeuer, Lied, Lied. Das Lagerfeuer. Hallo, wir haben noch kein Lagerfeuer an. Oh Mann. Du könntest ja mal Patronen in den Kochtopf machen und dann anzünden. Das geht doch nicht. Ja? Ne. Oder nur Essbares in den Cooking Pot ziehen kannst. Schade. Weil den wollte ich mich auch mal verwenden für als Das, ja. Transportmittel, weißt du? Noch eine Machete. Da habe ich, glaube ich, auch einer dabei. Naja, doch nicht. Ich habe einen Kitchen Knife dabei, ja, der habe zum ich auch Rausnehmen. eins, ein Kitchen Knife. Weil eine Machete braucht nämlich noch einen Platz mehr. Ich sehe irgendwie gar keine Tiere hier, verdammt. Tiere jagen für Fleisch, ey. Ja, das müssen wir vorher auf jeden Fall machen. Komm, setzt euch ans. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Tiere. Ich laufe jetzt extra mal ein bisschen über die Wiese, vielleicht finde ich hier eins. Muss so dringend pissen gerade, das ist der Wahnsinn. Ich Ich lieg schwöre, mal ich hier gerade irgendwann irgendwie zum so ein. Zocken, scheiß Haben die Raketa an. auch irgendwie Sounds schon drin, die Tiere? Nee, ne? Ne. Ich könnte mich schwören, ich habe gerade so ein Schweinegeräusch gehört. Ich, sorry. So. Erklärt natürlich einiges. Ja. Zombie! Ja, genau, der Zombie hat mich jetzt gerochen, ist klar. So ist es doch viel angenehmer mit den Zombies, wenn du die mit zwei Hits direkt zu Boden streckst mit Körpertreffern. Ja. Warum sehe ich denn hier keine Tiere? Das so krass finde, wie die Zombies einfach mal mitten durch die Walachei gemütlich gehen, ne? Ja, ich sehe das auch. Hier stehen auch mittlerweile überall Zombies. Ist dir aufgefallen? Ja. Sogar An teilweise. unhöflichsten. Wie Ja. ist es denn hier die Bude auf? Wieso ist hier die Bude auf? Die gerade eben noch zu. Ey, Jungs, verarscht mich jetzt nicht, ey. Also, ich bin's nicht. Boah, und so ein Hallo? Helikopter-Spawn würde ich auch mal gerne finden. Something upstairs? Hallo? Junge, da oben bist du, gib Antwort, Lutscher! Ich schwöre Gott. Mann, ich habe kein Reh gefunden oder so. Gibt nur im Moment nur Rehe, gell? Ja, die sehen so aus wie Hirsche, aber das ist alles ein Tier. Also ein Reh. Ein Oder gibt auch Schweine oder so. Das weiß ich gar nicht. Also wird es. Lol. Erstmal schön wieder zurück in das Haus gebackt. Oben ist doch einer. Ich will denn doch gehen, ey. Wieso redet der denn mit mir? Das ist ein Spannstotcher. Du kleiner Kotnascher, ohne Spaß. Krepiert da oben in der Bude, Ich ey, bin auch Möcker. gleich da. Boah, ich glaube, ich habe da ein Tier gesehen. Da ist ein Tier.
Auf jeden Fall. Das ist Tier! Ich hab Tier gefunden! Tier gefunden! Tier! Und es ist ein Schwein! Ja. Yay, ein Schwein! Ja, cool! Oink, oink! Ist er tot oder lebt er? Das lebt noch. Geil! Das geh ich jetzt direkt mal direkt aus, ja, ausnehmen und jagen. Ausjagen und aus... Oh, ja, okay. Da war's! Yes! Rango the Hunter! Findet an dieser Kreuzung, weißt du? In Dubrovka. Ja, hast du den Schuss eigentlich nicht gehört? Nö. Kitchen Knife. Ich bin nicht das geile wieder gerade am Ausnehmen. Hoffen, dass ich jetzt nicht weggesnackt werde von irgendwo. Ja, extrem uncool. Ja, und jetzt? Oh, er hat ja, wie viel Fleisch sind da dran? Ja, ja. Blaze. Damn. Alter, sau cool. Lol, kann ich jetzt nochmal dran? Lol. Ich kann beim Schwein nochmal, Baumfeld. Lol. Oh, zweimal konnte ich das Schwein ausnehmen. Es hat zwar kein Fell gehabt, aber. Ey, saugeil, Mann. Sau fett, ey. Woo! Schweinejagen! Oh yes, baby. Ich komme nochmal die eine Straße entlang gelaufen. Der läuft aber wie ein Spasti mittlerweile mit der Waffe. Das haben die auch geändert. Nur für dich, Johannes, nur für dich. Ja, jetzt sieht richtig komisch aus irgendwie. Steht ein Zombie mitten in der Bude, was macht der denn hier drin? Stopp! Ich hab's halt Gefühl, dass man schneller läuft, wenn man die Waffe gezogen hat mittlerweile. Ja, man sprintet jetzt viel schneller mit der Waffe. Das ist cool. So, wo bist denn du, Affenkopf? Ich bin an der Kreuzung da, weißt du, diese Abbiegung, ja, wird dann runter. Hast du gerade einen Baum gefällt? Ja. Ich glaube, ich hab das gehört. Mich auch hier so einer Kreuzung. Dubrovka? Ja. Bin an dieser Kreuzung. Ah, da bist du ja. Bleib mal stehen. Hier. Hallo. Servus. Es geht. Oh, dieser geile Generalshut, Alter. Ja, ja. Wacht mal kurz. Hab hier noch ein klein bisschen Schuss für dich. Nice. Boah, klein bisschen ist gut. Ja, ich hab drei. Komm her, wo ist denn? Hältst du den mir gerade ab? Ich muss mal kurz hier aussortieren. Lol. Wow! Das war knapp. Haben. Ich hab grad die Pfanne rausgeschmissen. Ist beim ersten Mal nicht direkt gestorben, das Arschloch. Ja, Alter, lass mal irgendwo hingehen und ein cooles Feuer machen. Ah, du brauchst noch Holz, gell? Ja, aber Holz habe ich hier oben schon gehackt, weil du das mitholen willst. Ja, kann ich machen. Das muss hier irgendwo liegen. Ah, ja, da. Das ist ein Firewood. Leute, warum hast du das in der Hand? Kann ich damit einen schlagen? Ich glaube ja. Nee, geht nicht. Nee? Nee, schade. Ja. Also ich hab Steine am Start. Alter, wie viel Platz brauchen die Scheiße? Okay, ultimativ. Die Steine und der Fireplace geht auch ultimativ. Alter, hab ich viel Fleisch, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal Fleisch. Shit, kann man das nicht irgendwie stacken? Nee, ne? Ne, ich glaube, das kannst du nur maximal zweimal stacken, glaube ich. Ne, einmal nur. Ja. Was, wo sind denn hier die Ashwoods? Also so für die Stickies und so. Ja, das sind so, also für den Bogen und so ein Spaß, ja, ne? Das sind spezielle Bäume. Das heißt, du musst eigentlich so lange Holz hacken gehen an allen möglichen Baumsorten, bis du das eben findest. Das hier sieht aber schon ziemlich gut aus, guck mal. Warte mal. Wie steckt der gerade bei mir die Waffe nicht mehr weg? Zombie. Warte mal grad bitte. Ich bin gerade hier für euch Holz im Hacken. Ich glaube, ich pack hier wieder durch die Gegend. Ah, ne, doch nicht. Lol. Lol, ich treffe den Zombie gerade nicht. Lol, warum hat denn die Axt wieder weggesteckt? Ich pack hier gerade übelst. Ja, warte, da mach ich ihn gerade. Ah, ne, ist tot. Okay, geht klar. Ja, da kommt direkt noch einer. Hier liegt ein Baum.
war krass, Alter, hat er den Baum umgesnackt. Ja, wie geht das jetzt? Normalerweise müsste das hier eigentlich Kili statt Feuerwut. Ich will auch mal einen Baum umsnacken. Ja, mach doch. Einfach hingehen und damit Mausrad. Shop Firewood. Geh besser da weg, nicht das. Mussten. Wir mussten ein paar Mal draufhauen, bis der umfällt. Ich glaube, ich fünfmal draufschlagen müssen, bis der umgangen ist. Oh! Ah, geil! Feier. Ich bin am Ausrasten. Feier, Schatz, übelst, gell? Ich glaub mal den Baum hier. Das ist eine Birke. Alter, wie geil. Oh, lol! Das war knapp, Alter. Ja, genau. Scheiß auf die Birken, Alter. Ich bin gegen die Allergie. Stirb! Ups. Stirb, Alter, du dreckige Birke, du. Lol. Müssen wir mit fünf Mal so einen ganzen Wald abholzen gehen. Da! Okay. Das war lustig. Jetzt lass mal hier Feuerchen machen gehen, oder? Ja, hast du einen Platz für das Firewood mitzuholen? Ja, ich hab doch mitgeholt schon. Wie viel denn? Zwei. Sollte eigentlich reichen. Oh, nur falls Bäume sind ja hier genug. Ich noch eins mitholen, aber ich habe nicht genug Platz dafür. Warte mal, kann ich nicht noch irgendwas rausschmeißen, was unwichtig ist? Ja, wenn du noch Matchboxes hast, dann schmeiß ich noch welche raus. Warte, da muss ich alles ein bisschen umsortieren gerade, warte. Ich kann eigentlich alles das, was ich habe, brauche ich mehr oder weniger. Warte mal. Alles klar. Hab noch mal Feuer mit dabei. Ich bin gerade ein bisschen sortiert, passt. Ganze Dosenware hier schmeiß ich jetzt auch mal raus. Da könnte ich auch noch einen mitholen, glaube ich. Nein, nein, ist okay. Wenn wir viermal haben, reicht mehr als genug. Komm, ich nehme auch noch einmal mit. Einmal geht noch. Kann irgendwie nur einen mitholen. Und wenn ich das stack, passt das irgendwie nicht mehr. Ja, ich kann halt auch nicht stacken irgendwie. Ja, komm, dann ist es egal. Hey, warum kann ich jetzt hier an dem Ding Kisten mal machen? Was denn? Wie kann ich denn jetzt hier da hacken? An dem Baum. Oder nein, an einem gefällten Baum gar nicht mehr. Ach, das liegt schon dann da. Ah! Ja. Ah, ich fäll nochmal. Ja, nicht, dass der gleich schon wieder auf den Kiwis fällt. Ich geh besser mal weg hier. Alter, ich feier das hier gerade mega, ey. Geil, ja, kannst den Wald abroden, ey. Ja, könnte man in der Theorie wirklich. Save den Regenwald. Jetzt ist meine Splitting Axe nämlich schon damaged, ne? Die war gerade eben noch pristine. Hm. Nutzt sich ganz schön stark dadurch ab, ne? Ja, dann lass Leck mal. Mich fett. Lass mal wohin laufen. Sollen wir da hinten dahin laufen, wo ich eben gesehen hab? Ja, mir egal, da sag an. Das ja, komm hin. Ich einfach mal so eine Pfanne auf der Kreuzung. Cool. Mir fällt gerade kein dummer Wortwitz dazu ein. Ich hätte mit Marx jetzt hier, wäre sofort angekommen. Ultra. Ey, mir fällt es auch gerade kein ein, so spontan. Okay. Ich bin gerade am gucken, Pfanne, irgendwie mit Beschichtung, wegen Asphalt oder sowas, weißt du? Gar nichts. Gar nichts. Der Markus hat einfach so einen simplen Geist dafür. Vielleicht finden wir ja nochmal hier irgendwie ein Schwein oder so. Außer ich natürlich. Ja, an die ist ja mehr Fett dran als Fleisch. Das ist gar nicht wahr. Ich bin ein guter Döner. Nimm mal so Fettfleisch. Willi. Ja, Willi. Das hätte ich nicht gesagt, Junge. Junge. Geil. Also das Experimental geht mir gerade richtig ab und irgendwie leckt das gar nicht mehr. Sobald man nicht mehr in der Stadt ist, ne? Gell. Yeah. Das läuft flüssig as hell. Da. Warum bist du? Sprintest du irgendwie schneller als ich? Warte, jetzt probiere ich das mal aus. Warte mal. Ich glaube, ich sprint mit der Waffe mittlerweile genauso schnell, wie wenn ich normal laufe. Ah, nicht ganz. Nee, nicht ganz.
Aber mal schneller, oder meinst du das nur? Ja, das ist wirklich schneller. Ja, du bist nur noch minimal langsamer als jetzt, siehst du ja jetzt, ne? Verlieren wieder etliche Leute, die ist die Verbindung. Oh ja. Was für ein Ping habe ich denn hier eigentlich auf dem Experiment-Server hier? Das schauen wir doch halt mal. Boah, 86, Alter. Das ist schon krass. Da. Mit meiner Ping 24. Meiner Internet, oh, da hinten kommt schon halt ein Zombie angeschissen. Wo denn? Ah, oh, da, okay. Lass ihn ja, also kommen. Würde ich gerade sagen. Soweit kommt er eh nicht. Du hast eine Flare gefunden, gell? Ja. Boah, geil. Wo hast du die gefunden? Also mitten im Haus. Die lag mitten in einem Eckhaus. Um Boden. Okay. Und die hat halt eben sehr stark herausgestochen, weil die ja so pink-rot sind. Die siehst du sofort, wenn irgendwo eine liegt. Das ist total krass. Und deswegen wusste ich auch sofort, ehe ich sie noch irgendwie in Inventar gezogen hatte oder geguckt hatte, dass das eine Flare war. Da oben müssen wir auf den Berg. Siehst du den? Da oben auf den Hügel. Das ist noch ein Stück. Geht. Oh, geht. Ja. Hoppla. Ich halte die ganze Zeit noch Ausschau. Eine Road Flare. Und die ist halt eben Bad Damage, aber ist egal. Ich glaube, das so funktioniert. Ja, ich mach's jetzt nicht an, aber. Ich geh mal schon davon aus, ja, das müssen wir mal ausprobieren, wenn der Server dunkel ist. Ja. Kann ja auch nicht mehr allzu lang dauern, weil die Sonne geht im Schatten schon. Ja, deswegen würde ich ja gerne jetzt noch vorher noch ein bisschen, keine Ahnung, looten oder sowas. Und dann würde ich ganz gerne im Dunkeln das Lagerfeuer anmachen. LOL! Oh mein Gott.